Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge am Sonntag und zwar mit Let's History Toy Soldiers. Genau. Ich würde sagen, wir legen noch gleich wieder los mit der Kampagne und gehen auf Level wählen. Und jetzt wollen wir mal schauen, was müssen wir denn jetzt hier machen? Höhe 304 hatten wir schon gemacht, jetzt kommt also Fort Donaumont. Und die Stunde 0 um 7.20 Uhr. So viel haben wir ja gar nichts mehr zu machen. Auf jeden Fall werden wir heute Fort Donaumont und die Stunde 0 machen. Los geht es. Wir spielen das Ganze natürlich wieder auf Casual durch. Und das Spiel lädt. Und natürlich wird es heute auch wieder... Nee, heute nicht. Und zwar werden wir das Kriegsende behandeln, wenn wir bei der letzten Mission sind. Damit das auch alles passt. Soweit habe ich euch schon alles erzählt zum Ersten Weltkrieg. Und jetzt kann ich mich mal voll und ganz auf das Game konzentrieren. Das ist ja auch mal was Feines. So, verteidige Fort Donaumont gegen schwere Boden- und Luftangriffe. Lebensmittelmarke, zerstöre alle Bonusziele. Okay. Wir spielen also England und gegen die Deutschen. So wie ich das verstanden habe. Du kannst mit dem Steuerkreuz zwischen... Blablabla, ja, ist mir schon alles klar. So, dann stellen wir hier mal... ein Maschinengewehr hin. Hier kommt mal sowas hin. Luftabwehr ist hier. Pompom kommt dahin. Und natürlich auch auf diese Seite. Achso, dann haben wir hier auch noch Platz für ein Pompom. Gut. Wahrscheinlich habe ich es genau auf die falsche Seite gestellt. Ich habe keine Ahnung, von wo die jetzt kommen. Halt. Wo ist mein Flugzeug? Das war doch hier irgendwo, oder? Ach, da. So, und was sind jetzt die Bonusziele? Ach, sag bloß das da an der Wand. Das treffe ich doch nie. So, von wo kommen die denn jetzt? So, und dann gehen wir mal einmal upgraden, bitte. So, der Eingang ist hier hinten. Der braucht noch 20 Sekunden, okay. Dann setze ich hier mal ein bisschen... Wieso kann ich hier nicht... Das ist unfassbar. Ein bisschen Zaun hier rein. Die gehen natürlich alle da lang, ist ja auch toll. So, einmal bitte upgraden. So. Na los, komm schon, zeig dich. Ey, das kann man doch gar nicht treffen. So, jetzt. Ja, wo ist denn jetzt hier die
Hä? Kann man das überhaupt abschießen? Ach so, ja, tatsächlich. Alter, ich komme. Nein, verdammt. Nochmal. So, jetzt, ich will hier diese Lebensmittelmarken haben. Ich habe keine Ahnung, was die einem überhaupt bringen, aber... 4 von 20 Bonuszielen, okay. Sonst geht's euch aber noch ganz gut hier. So. Alter, du willst mich doch jetzt vereiern, oder? Das gibt's doch nicht. Ey, da ist man so knapp davor und dann kommt natürlich außerhalb der Reichweite. Was ist denn das für ein Scheiß, ey? Jetzt. So, 6 von 20 Bonuszielen. Ja, super, wie ich was treff. Alter Schwede. Ja, ganz toll. So, jetzt. Alter, was wird denn das jetzt hier? Sollen die vielleicht auch mal abschießen und nicht da reinstürmen lassen? Diese Vollidioten. Naja, egal. So, jetzt hole ich mir die Lebensmittelmarken und dann... Ja, wahrscheinlich schaffe ich das sowieso nicht, aber egal. So. Komm schon, zeig dich, du Zielscheibe! Nach einer Klasse noch zwei. Na los! So, jetzt nur noch die auf der anderen Seite. Ach, falscher Knopf, scheiße. Wie ich sowas hasse, da bekommt man gerade mal nah. Naja, die machen das schon. Ich sehe gerade. Hallo? 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 Blödes Flugzeug? Ja, wurde ja auch mal Zeit. So, es kommt bestimmt gleich, ja. Oh, was soll denn das? Och, ey, das gibt's doch nicht. Das nervt mich ein bisschen. Ja, eine Zielscheibe hätte ich. Alter! Gar nichts getroffen. Und wieso kommen hier so viele Leute in meine Spielzeugkiste? Sind die irgendwie dumm oder so? Weißt du was, ist mir jetzt scheißegal mit diesen Lebensmittelmarken. Ich mach jetzt... Hier... Dann machst du den und du machst den nicht. Aber du machst den auch nicht.
Dann gradest du dich ab und du dich ab. So, kommen die denn schon? Kommt schon! So, das Gewehr auf Anschlag. Warte ich jetzt hier auf die... Hallo? So. Ach, ist die Steuerung irgendwie umgekehrt. Ist ja auch doof. Na los! Boah, ich muss mich gerade extrem konzentrieren. Habe ich jetzt gerade mal über ein paar Minuten nichts geredet. Ich habe nur noch... Ich bin gleich tot, so wie es aussieht. Das ist doch scheiße. Ganz toll. Naja, Alter, wo kommen die jetzt her? Der Zeppelin, ist klar. Ich glaube, wir werden hier sterben. Aber ich weiß so ganz stark die Vermutung. Hallo, wo ist denn der? Und vor allem muss ich hier mal die Leute aufhalten. Na, du, wo seid ihr denn? Hä? Ach, bis sie da durchgekriecht kommen, ey. Das ist ja unfassbar. Kommt denn jetzt hier überhaupt noch was, oder? Ach, das ist der Zeppelin, okay. Wow. Wie ich dem auch was abziehe. Unglaublich. Einmal bitte upgraden, einmal bitte upgraden und dann müsste ich doch noch irgendwo einen gebaut haben, oder? Genau. Wird auf jeden Fall interessant und spannend vor allem.
wie in den alten Filmen. Auf die letzte Sekunde schaffen wir es dann doch noch. Und der Zeppelin ist gleich tot. Ja, Boss besiegt. Erledige die verbleibenden Gegner. So, der Boss ist also besiegt. Nein, mit dem fliege ich jetzt nicht. Ich mache die Lebensmittelmarken, lasse ich jetzt einfach mal. Wie jetzt? Nein! Wieso? Wie jetzt? Wie kamen die denn daher? Ist ja unfassbar. So, von wo kommen sie denn jetzt? Natürlich kommst du genau von der Seite. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Jetzt kommt hier, jetzt kann doch gar nicht sein, dass die... Puh. Alter Schwede. So, letzte gegnerische Welle, von wo kommen sie? So, wo seid ihr? Zeigt euch! Ihr Klein! Ach, Sieg. Schön gewonnen. Erfolg freigeschaltet. Das fliebende Schwein. Okay. Ja, hat ja... Hat sich ein bisschen gezogen. Fort Dumont am 21. Januar 1916. Floorkanal 1. Du hast den Widerstand gebrochen. Jawohl. So sieht's aus. Wir haben freigeschaltet Mark 2 Infanterieabwehr Stufe 3. Aber nur auf Schwierigkeit Elite, so wie es aussieht. So, dann Statistiken lassen wir weg. Wir gehen gleich weiter zum nächsten. Wir machen ja immer so zwei Missionen. Neuerdings. Ich glaube, ab Folge 2 haben wir schon die ganze Zeit immer zwei Missionen gemacht. Und mal gucken, was uns jetzt so erwartet. Bin ein bisschen gespannt. Bin schon ein bisschen über die Hälfte drüber. Das heißt, ich muss mich ein bisschen ranhalten, die zweite Mission zu schaffen. Für die halbe Stunde, die ich habe. Stunde 0, 7.20 Uhr. Beende die Patt-Situation und verteidige deine Schützengräben mit deiner neuen Geheimwaffe. Big Willy. Okay, 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 okay. Ach, das ist meine neueste Geheimwaffe. Wo soll ich da jetzt hinfahren? Das wird ja interessant werden. Wo sind denn jetzt hier die Gegner? Die scheinen da hinten zu sein, oder? Ich roll hier einfach mal ganz gemütlich. Okay. Gegnerische Stellung erledigt, 1 von 10. 2 von 10. Also wie es aus... Alter. Dieser Penner, ich dachte, er gehört zu meinen Leuten. Ach, klasse. So, Big Willy, leg mal los.
So. Ich hab gedacht, das wäre einer von meinen Leuten. So, drei von gegnerischen Stellungen. So ist die Frage, wo ich denn da jetzt noch überall mit hin muss. Habe ich hier überhaupt eine Spielzeugkiste? Ach ja, tatsächlich. Moment, da mache ich mal schnell den hier. Und dann nehme ich den Panzer wieder und dann geht's weiter. Alter. Ich fahre jetzt einfach mal hier so. Er trefft halt auch mal was. So, ein bisschen Bum-Bum machen hier. Alter, wo kommen denn die jetzt alle her? Ach, über den bin ich gerade drüber gefahren. Auch toll. Jetzt, komm schon. Alter, du lebst noch, du Penner. Ach, scheiße, einer ist reingekommen. Naja, egal. So, Moment. Schnell Maschinengewehr. Das hier habe ich ja, glaube ich, auch aufgeladen, oder? Nee. Nein! Boah, war das knapp so. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich jetzt hier überall noch hinfahren muss. Ich fahre einfach mal mitten übers Feld hier. Mit unserer Höchstgeschwindigkeit von 2 km/h. Aha. So einfach drüber fahren und dann schießen. Alter, wer hat meinen Panzer jetzt in die Luft gejagt? Sag mal, geht's hier noch ganz gut oder wie? Komm schon. Ach ne, wir haben jetzt schon das Neueste, oder wie? Hat schon jedenfalls schon ordentlich Rums, muss ich sagen. Kann ich das jetzt vollständig abgegradet? So, dann machen wir, ach komm, machen wir hier so einen Stokes. Und dann fahren wir mal wieder Panzer. Und mal gucken, wie weit wir denn damit kommen. Kann ich ja im Moment nicht sagen. Da wir uns hier mit einem Affenzahn durch die Landschaft bewegen. Ist unglaublich. Muss mich schon richtig ans Lenkrad festkrallen. Alter Schwede. So, jetzt kommen Panzer hier, Big Willy, los geht's. Kann der nicht auch mal ein bisschen schneller fahren? Ich meine, die neuen Panzer heutzutage, die fahren ja auch mit 50, 70 Kilometern pro Stunde durch den Wald.
So, einfach mal drüber fahren, da wird das schon. Treffe ich den auch mal? So, jetzt. Über die Gegner fahre ich einfach drüber. Das Wichtige ist ja, dass die Panzer erledigt sind. Stellt sich jetzt in die... Da habe ich doch was. Irgendwo muss hier noch ein Geschütz... Ah, da haben sich die Penner versteckt. Das ist ja unglaublich. Und da hinten auch nochmal. So, 1000. Ah. Ach, da kommt noch so ein Big Willy an, oder wie? Ich dachte, das, den haben wohl bloß wir. Gibt's doch nicht. Das finde ich jetzt aber gemein, dass die auch einen Big Willy haben. Scheiße. Ja, gut gepanzert war der aber allerdings nicht, muss ich sagen. Wow! Wieso haben wir eigentlich bloß einen und nicht so viele wie die? Wieso habe ich eigentlich überhaupt keine Infanterie, sondern nur Geschütze? So, der wäre jetzt auch gleich erledigt, so... Bisschen Rumsbums machen hier. Ah, Gott. So, um die kümmern die anderen sich. Ich kümmere mich um die hier. Nein! Ach, das hier war der Knopf zum Verbrennen, okay. Muss ich mir mal schnell merken. Ha! Ha, ha! So, wo ist das nächste Geschütz hier? Hallo? Ich hab's doch gerade. Alter Schwede. So, jetzt... Oh Gott. Die Mission scheint aber... Ist aber irgendwie relativ einfach, muss ich gerade mal sagen, im Vergleich zu der davor. So, da hätte ich es ja jetzt gerade beinahe gehabt. Ein bisschen schneller wieder zur Basis zurück. Zur Basis. Schnell! In den Panzer und dann geht's schon los. Ich glaube, ich werde die Zeit ein bisschen überziehen müssen, weil der Panzer gerade extrem langsam fährt. Scheiße. Wollte ich die Sendezeit eigentlich nicht überziehen, aber egal. Ach, da, wer kommt denn da? Na los. Du bist kaputt. Komm, ich fahr jetzt auch einfach mal hier quer über den Berg drüber. Ich sehe doch nichts.
Na, jetzt. Na, das nützt ja überhaupt nichts. Ich habe gedacht, ich kann die da drin ein bisschen einheizen, aber... Ja, das ist natürlich auch sehr intelligent, sich mit Panzern gegenüberzustellen und dann zu hoffen, dass der andere zuerst explodiert. So würde ich das auch immer machen. Wieso? Ist der ein bisschen dämlich oder so? So, der eine kann von mir aus rein, das ist mir sowas von egal. Aber der hier nicht. Jetzt! Alter, willst du mich jetzt gerade verarschen? So. Och, jetzt kommen nicht nochmal Panzer, bitte nicht. Gott sei Dank. So. Ach, das ist eine riesengroße Schreibtischlampe, die da hinten steht. Ist ja auch mal lustig. Ach, schaut mal an. So, da hat gerade Pirouetten in der Luft gedreht. Was sind das jetzt hier für welche? Alter, willst du auch mal treffen jetzt? So. Yo, der Big Willy, der brennt hier alles nieder. Na, jetzt! Hier so, und das Geschütz hier noch. Sieben von zehn. So, keine Ahnung, wo hier... Ach, da. Ja, super, wenn er daneben schießt. Einheit zerstört. 8 von 10 gegnerischen Stellungen. Jetzt muss ich mal ganz schnell... Alter, ich habe 22.000. Was soll ich, wo soll ich denn das ganze Geld hin tun? Hier, setz mal den da, so. Dann hier halt ein Fünder mal drauf. So, da hat sich die Sache. Und dann gehe ich schnell wieder in meinen Panzer und dann geht's weiter. Hä? Wie, die haben meine Maschinengewehre zerstört? Alter, geht's dem sonst noch ganz richtig?
Sonst geht's denen aber anscheinend noch gut. So, letzte gegnerische Welle. Das heißt, ich stürze mich mit Höchstgeschwindigkeit in die Schlacht mit meinem Big Willy. Das hört sich auch irgendwie sehr falsch an, wenn ich sage, ich stürze mich mit meinem Big Willy in die Schlacht, aber... Verdammt. Naja, egal. Die anderen machen das schon. Der größte Teil war ja sowieso gerade erledigt. Ich bin nur gerade Achter. Nein! Du nicht und du auch nicht da vorne. Und du erst recht nicht hier. So. Und du schon ganz und gar nicht. So, und da sind schon alle Gegner erledigt. Und wir haben die Stunde 0 gewonnen. Um 7.20 Uhr am 24. Juni 1916. Deine Landesmänner wollen sich an deiner fabelhaften Tapferkeit ein Beispiel nehmen. Wir haben freigeschaltet das fliegende Schwein, Mörser Stufe 3. Bedeutender Schaden und bessere Widerstandsfähigkeit. Weiter Schussbogen, Schwierigkeit, Elite. So, Einheiten erreichen das Ziel insgesamt 6 Stück. Wir haben insgesamt 35.000 Dollars eingenommen und der am höchsten geflogene Soldat flog 380 Meter hoch. Nächste Seite, wir haben insgesamt 8 Panzer verloren. 15.300 für Einheiten ausgegeben und 34.266 Dollars durch Kills eingenommen. 409 getötete Soldaten, zerstörte Panzer 26. Fünffach Explosionskombo insgesamt 6 und 10-fach Geschosskombo auch insgesamt 4. Benutzungsdauer Panzer insgesamt fast eine Viertelstunde, also 14 Minuten und dann gehen wir auf weiter. Und ich habe insgesamt schon knapp, naja, maximal 35 Minuten mache ich eigentlich immer die Aufnahme, aber jetzt bin ich schon über 35 Minuten und überziehe jetzt schon seit 3 Minuten. Nun gut. Was muss das? Wir wollten ja immer 2 Missionen machen. Und jetzt komm, geh mal bitte in den Startbildschirm. Nein, das machen wir jetzt noch nicht. Wir gehen nämlich erstmal das Zitat lesen. Bewaffnete Neutralität ist bestenfalls belanglos. Von Woodrow Wilson von 1917. Der irgendwie aus England oder so kam. So, und da sind wir auch schon wieder beim Startbildschirm. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr auch nächsten Sonntag wieder einschaltet und dann würde ich sagen, lassen wir die Musik kurz noch ein bisschen wirken und ich sage dann schon mal Tschüss. It's only his best.